Moin meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute werden wir ein kurzes Thema hier anschneiden. Petition, ich habe jetzt eine Petition aufgemacht für SGB-12 Bezieher, die dauerhaft eine Erwerbsminderung haben. So, das werde ich jetzt hier auch mal kurz erklären, was das nämlich genau ist. Denn diese Leute, die nämlich SGB-12 beziehen, es sind nämlich nicht alle so dauerhaft, aber die dauerhaft SGB-12 beziehen, liegt meist eine dauerhafte Erwerbsminderung vor. Das heißt, die werden selektiert vom ersten und zweiten Arbeitsmarkt, das muss man einfach so sagen, und werden auch nicht nur selektiert, die werden in ihrem Rechten im Prinzipiellen massivst eingeschränkt. Sie dürfen nicht einen Heller was dazu verdienen, nicht einen Heller. Und es ist ja nicht nur dieses diesem einen Heller, so sei es irgendwie Geldgeschenke oder sowas, das muss man immer so machen, wenn man was bekommt, dass das, sag ich mal, das Amt davon nämlich nicht Wind bekommt. Man darf keine Geschenke kriegen, nichts in der Art. So derbe wird man beschränkt. So, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen an die lieben Steuerzahler. Ne, ihr wisst schon, für was ihr zahlt, nämlich dafür, dass nämlich schwerbehinderte Menschen, die dauerhaft eine Beeinträchtigung haben, auf dauerhafter Erwerbsminderung sind, und das sind auch nicht alle davon betroffen, wie jetzt meine Person. Meine Person ist nämlich soweit so, dass ich jetzt eigentlich auch wieder auf den Markt integriert werden könnte, aber es wird ja nicht geguckt. So, das heißt, dafür zahlt ihr nämlich für Leute, die eigentlich fit im Kopf sind, dafür zahlt ihr nämlich in Wirklichkeit unter eure Steuergelder. So, und wenn ihr euch jetzt beschweren wollt, dann beschwert euch bei den Leuten, die den Bock jedes Mal verzapfen, die keinen Bock haben zu arbeiten. Dürfen nämlich die Leute darunter leiden. SGB-2-Bezieher, die können, sitzen sich 20 Jahre die Eier platt, das möchte ich jetzt ja auch noch mal kurz erwähnen, und können sich jeden Monat Geld verdienen, bis zu 100 Euro. Dann ist es auch noch so, arbeiten teils diese Art von Leute auch schwarz, das muss man auch mal sagen. Da wird nämlich nicht so geguckt, aber beim SGB-12-Bezieher, ja, der dauerhaft eine Erwerbsminderung vorliegt, da wird natürlich jeden Cent geguckt, was der verdient. So, folglich habe ich eine Petition aufgemacht, weil es Ungleichheit darstellt, eine Ungerechtigkeit ist und damit auch keine Gleichstellung ist. Wir haben hier auch in Deutschland ein Gleichstellungsgesetz. Das heißt im Prinzip, jeder Mensch wird gleich behandelt, aber ich wüsste nicht gerne, wo da in der Hinsicht eine Gleichheit ist. Da ist keine Gleichheit. Das ist eine Ungerechtigkeit hoch 10. So, wer das nicht wirklich anders sieht, soll sich bitte die Petition anschauen. Ich werde diesen Link hier mit einfügen. Guckt euch das Ganze an, was SGB 12 ist, was das ist, wenn man eine dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt. Ja, was dann auch alles bezahlt wird. Und alles, was ein Überschuss ist, nimmt euch schön das Amt weg. Sei es irgendwie, dass man von irgendwas eine dicke Nachzahlung kriegt. Das nehmen die euch alles weg. Das nehmen die den Leuten komplett weg. Geradezu allzu gerne machen die das bei Menschen, die eine dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt. So, wo auch das eigentlich mal hinterfragt werden sollte, wie bei meiner Person nämlich. Da wird nämlich auch nicht geguckt. Aber es wird schön eingesackt. Schön einsacken. Ja, so. Es wird. Ich kriege nicht meine theoriegestützte Ausbildung bezahlt, wie bei eigentlich anderer. Eine Umschulung, zum Beispiel als Gärtner, wird nicht bezahlt. Ach, ist ja viel bequemer, wenn man Bürgergeld auszahlt. Ist es ja viel bequemer, wenn man die Dinge nicht überprüft, weil kostet ja alles Geld. Also wisst ihr, was mehr Geld kostet, nämlich den Steuergeldern nämlich? Kostet das nämlich viel mehr, nämlich eigentlich, wenn sie nämlich die Miete bezahlen müssen in einer Tour, die ganzen Lebenserhaltungskosten, ja, eigentlich würden die Steuerzahler wesentlich mehr sparen, wenn auch mal ge genauer geguckt werden würde, in meinen Augen, die Dinge nochmal neu geprüft werden. Und dann nicht nur neu geprüft werden, die Leute, die prinzipiell können, wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden würden, damit die sich ihr eigenes Geld verdienen würden. Da hätten wir deutlich mehr Ersparnisse mit, wenn die Leute wieder arbeitsfähig gemacht werden würden. Weil dadurch nämlich weniger Sozialleistungen bezahlt werden müssen. Das ist einfach so. Da braucht man sich jetzt auch nicht drüber aufregen. Es ist nun mal leider Real Talk. Es ist einfach die Wahrheit. So, und die Leute, die nicht können für eine gewisse Zeit, dass auch denen das offen gehalten wird mit den Sozialleistungen von SGB 12 und nicht immer alle über den Kamm geschert werden. Nur mal dazu gesagt.